Hallo zusammen, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar ja, werde ich eine kleine Aufräumroutine zeigen. Es sieht zurzeit ein bisschen chaotisch aus bei uns zu Hause, weil wir jetzt letzte Zeit viel zu tun hatten, da ist auch einiges liegen geblieben. Auch wenn man natürlich hofft, immer alles gleich aufzuräumen, wenn es anfällt. Aber manchmal ist es halt so, da kommt das Leben in die Quere und dann bleibt halt eben auch mal was liegen. Also bei uns sieht es natürlich auch nicht immer wunderschön aufgeräumt aus. Aber ich muss jetzt echt mal ran und ich werde das auf jeden Fall so machen. Jetzt liegt der Kleine wieder auf der Wäsche. Ich werde es so starten, dass ich Zimmer für Zimmer durchgehen werde. Und da jetzt eben aufräumen werde und ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und ja, zeige euch mal, wie ich so immer aufräume. Ich finde solche Videos auch mal ganz entspannt dazu zu schauen. Jo, und dann würde ich sagen, fange ich doch einfach mal gleich mit der Küche an. Ich probiere eigentlich abends immer alles aufzuräumen, damit ich in der Früh nicht so viel zu tun habe. Aber ja, es ist jetzt diesmal ein bisschen liegen geblieben, weil wir es gestern Abend ein bisschen stressig hatten. Und da ist noch was vom Abendessen und vom Frühstück da. Und auch noch ein bisschen Medizin und die Infrarotlampe, weil unsere Tochter gerade wieder ein bisschen erkältet ist. Jo, ansonsten ist das gar nicht so viel und ich räume jetzt gleich mal auf. Und bitte entschuldigt, wenn ich freispreche, sage ich gerne mal genau. Ich hoffe, es ist nicht zu viel und zu störend. Ich passe jetzt auf jeden Fall auf, da jetzt nicht zu oft genau zu sagen. Und ja, man lernt ja immer neu dazu, oder? So, jetzt ist wieder alles aufgeräumt und sauber. Den Lappen habe ich gleich weg. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal ins Wohnzimmer.
Hier liegt jetzt auch am meisten Krustrum. Das mache ich jetzt noch alles schön und sauber. Und dann geht's schon in den nächsten Raum. Ja, Mensch, Spatzi, willst du mir helfen? Sieht nicht so aus, gell? Das Wohnzimmer ist jetzt auch schon mal fertig. So sieht es jetzt aus. Ups. Okay, mein Kleiner, dann gehen wir jetzt weiter ins Schlafzimmer. Also das Schlafzimmer ist jetzt auch aufgeräumt und ich muss wirklich sagen, wenn man für seine Gegenstände oder für jeden Gegenstand einen festen Platz hat, dann geht das Aufräumen richtig schnell und ist super einfach und man weiß wieder, wo man was findet, man weiß sofort, wo was hingehört und von dem her ist das eigentlich super einfach, da auch Ordnung zu halten und kann ich auf jeden Fall immer nur weiterempfehlen. Jetzt ist das Badezimmer dran, da gibt es nicht so viel zum Aufräumen, außer die Wäsche, das sind Handtücher, die werde ich zusammenlegen und dann auch noch frische gleich aufhängen. Jetzt höre ich noch hier auf, wo ich angefangen habe. Jetzt ist die Wohnung aufgeräumt. Ich habe auch gerade noch mit unserer Tochter ihr Kinderzimmer aufgeräumt. Da lag auch noch ein bisschen was rum. Und ja, ansonsten war es das eigentlich soweit. Wie gesagt, ich gehe da immer Zimmer für Zimmer durch
Und ja, wir haben auch vorher festgelegt, welcher Gegenstand wohin gehört. Das macht das alles viel einfacher und leichter aufzuräumen und auch Ordnung zu halten. Und ja, das war jetzt einfach mal so eine kleine Aufräumroutine, wie ich das dann so immer mache, wenn man ein bisschen mehr anfällt. Ansonsten versuche ich natürlich auch immer so gut wie möglich alles gleich aufzuräumen, wenn ich es in der Hand hatte. Aber wie gesagt, das schafft man natürlich nicht immer und es ist auch völlig in Ordnung so. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann schenkt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt schöneres Wetter als wir. Und ich wünsche euch auch natürlich ein paar Sonnenstrahlen. Nächste Woche wird schöner bei uns. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wo es doch heute noch geschneit hat. Aber das so ist eben die Jahreszeit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn es wärmer wird. Dann habt noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist. Und bis bald!